Hände hoch oder wir schießen, Sentex. Das ist die letzte Verwarnung. Sofort die Hände nach oben. Herr Polizeichef, Sie haben den Falschen. Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig, wirklich. Sofort die Hände nach oben oder wir schießen. Oh Mann, oh Mann, ist ja gut und... Oh, hey, Freunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ich habe gerade ein dickes, dickes Problem. Oh ja, ihr seht es. Ich werde hier vom Polizisten umzingelt. Aber Herr Polizeichef, ich sage Ihnen, ich habe nichts getan. Was soll ich denn getan haben? Ich bin unschuldig. Sie können mir glauben. Ich weiß ganz genau, dass du nicht unschuldig bist und wir werden dich jetzt festnehmen und keiner wird uns daran hindern. Los, mach jetzt die Hände nach oben. Ich weiß aber nicht, wie man die Hände nach oben machen kann. Wie, du weißt das nicht? Sofort, hör auf mit den Späßen, weil wir schießen in 3, 2, 1. Okay, ist ja gut, Herr Polizeichef. Was sollen wir machen, Freunde? Nein, du hoch, sofort, habe ich gesagt. Hey, Jeffrey, lass das mein Problem sein. Hey, Polizeichef, wieso darf ich eigentlich nie was sagen? Hey, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt zu diskutieren. Ihr könnt weiter diskutieren und ich würde sagen, Freunde, schnell hier weg. Weg hier! Hey, ihr versucht uns zu entkommen, ja, los, 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 los! Oh nein, schnell, Freunde, in die Garage, wir machen die Garage ganz, ganz schnell zu und wir gehen hier auf unseren Geheimgang drauf. Wo ist der hin? Los, hinterher! Oh Mann, Chef, oh Mann! Alles deine Schuld, Jeffrey! Ganz, ganz schnell, Freunde, wir haben eine Spitzhacke, wir gehen in unser Geheimversteck hier nach oben, Freunde, und verstecken uns hier an der Decke. Wir müssen aber die Leitern hier wegmachen, so, komm schon, komm schon, komm schon, ganz, ganz schnell, Freunde, wir machen hier so die Leitern weg. Komm schon, die letzte Leiter. Und perfekt, okay, okay. Und jetzt heißt es noch uns einsperren, Freunde. Wir sind jetzt hier oben an der Decke. Oh Gott, uns am Verstecken vor der Polizei. Das hier ist mein kleines Geheimversteck für Notfälle. Wir haben hier eine Kiste. Ja, da ist jetzt nicht gerade viel drin. Wir haben hier eine Toilette, falls es mal ganz, ganz ernst wird. Und ja, wir haben hier noch so einen kleinen Fernseher in einem Schrank. Und hier so ein bisschen Waschbecken, so ein kleines Waschbecken. Und ich hoffe, hier sind wir vor der Polizei sicher, Freunde. Sie suchen mich die ganze Zeit, aber ich habe nichts getan, das verspreche ich euch. Ich bin unschuldig, Freunde. Also außer ein paar Kekse habe ich eigentlich nichts geklaut. Mist, wo ist der hingelaufen? Lass uns jetzt kommen. Los, ganz, ganz schnell. Wir müssen hinterher. Los, 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 folgt mir. Chef, wir müssen jetzt zu Fuß. Ja, los, folgt mir jetzt ganz, ganz schnell. Tatü, tata, die Feuerwehr, die Polizei ist da. So, hier sollte das Haus sein. Schön eingeparkt. Okay, okay, okay. Los, Feuer, habe ich gesagt. Los, schieß auf das Haus drauf. Volle Attacke. Okay, Chef, aber wo ist der hingelaufen? Er ist irgendwie weg. Ich weiß nicht. Da drüben ist ein Fenster offen. Los, schieß auf das Haus drauf. Okay, Chef, ich schieße. Los, ich habe keine Munition mehr. Oh Mann, Mann, okay, okay. Oh nein, Freunde, ich glaube, die Polizisten sind da. Ich hoffe, hier in unserem kleinen Geheimversteck sind wir sicher. In der Garage. Ich habe eigentlich die Leitern weggemacht. Also, alles sollte eigentlich kein Problem sein. Eieiei, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, Freunde? Ich weiß auch nicht, wieso die Polizisten mich hier am Jagen sind. Ich bin unschuldig. Ich habe nichts gemacht. Und, ach Mann, mir ist aber auch hier langweilig drin. Ich kann nichts machen. Ich kann schlafen. Ja, ich kann auf Toilette gehen. Ja, super. Aber ansonsten gibt es ja auch nichts zu tun. Oh Mann, wir müssen echt ganz, ganz leise sein. Wenn die Polizisten mich hier tatsächlich finden, dann bin ich echt dran, ey. Dann bin ich echt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Vor allem, ich habe wirklich nichts getan. Ich bin unschuldig, Freunde. Ich würde sagen, wir trinken mal hier ein bisschen, oh, ein bisschen hier Wasser raus. Das schmeckt auf jeden Fall gut. Ich weiß aber nicht, wir können eigentlich nicht so lange hier drin bleiben. Weil, oh Mann, ich kriege ja auch gar keine Luft drin. Wir müssen mal kurz vielleicht rausschauen. Wo sind denn die Polizisten? Sind die hier irgendwo da? Aber ich glaube noch nicht, Freunde. Okay, wir warten einfach mal hier drin und schauen, was passiert. Und ihr müsst leise sein, ganz, ganz leise. Psst. Ich muss die Tür einschlagen. Oh, Tor! Eingeschlagen! Hände oder wir schießen. Wo ist Sentex? Hey, die Tür war offen. Wieso machen Sie die Tür kaputt, Idiot? Oh, ja, tut mir leid. Aber wo ist Sentex? Wir suchen ihn. Er muss sich doch hier irgendwo verstecken. Kleider, hast du deinen Papa gesehen? Teddy, wer ist der Teddy, der Teddybär? Ach, Mann, oh Mann. Los, sie sind doch hier, die Frau Santine. Wo ist Sentex? Wir suchen ihn. Der hat ganz, ganz schlimme Taten getan. Was? Sentex hat schlimme Sachen getan? Oh, ich weiß, es ist wirklich nicht der Polizeichef. Er wird sowas niemals tun. Oh, doch, und doch, und oh, lecker Trauben. Davon nehme ich mir einen, aber keine Zeit für Pause machen. Los, ihr sucht hier um das Haus herum. Ich gucke hier im Haus nach Sentex. Er muss hier irgendwo sein. Ja, wo wird er wohl sein? Und er schießt einfach. Du hast mich fast getroffen, du Spinster!
Ja, tut mir leid, Kleiner. Ich muss den Papa suchen. Er muss sich doch hier irgendwo verstecken. Das kann doch nicht sein. Er ist uns gerade entkommen. Wie konnte uns das passieren? Wenn wir ihn in die Finger kriegen, dann werden wir es schon sehen. Hier ist sein Schlafzimmer und oh, was macht er hier? Hey, der spielt Minecraft mit Pferden oder wie? Er ist ja verrückt und wow, Spielzeug, aber oh, keine Zeit für Spielzeuge. Das Fenster ist offen, das ist sehr, sehr verdächtig. Aber hier drinnen ist Sentex weit und breit nicht. Wir gehen mal ins Bad und wir gehen aus dem Bad wieder raus, verdammt, hey, was riecht denn hier? Aber weit und breit keine Spur von ihm. Meine Polizisten, habt ihr draußen irgendwelche Spuren oder sowas gesehen? Hier im Briefkasten ist er auf jeden Fall nicht, der Polizeichef. Och Mann, meine Idioten, man muss das hier mal alleine regeln. So, ganz, ganz schnell. Wir schauen mal hier in der Garage oder sowas. So, komm schon. Ah, oh, schickes Auto. Aber hier ist auch weit und breit nichts zu sehen. So, da können wir das Ganze zumachen. Wir schauen nochmal. Habt ihr im Garten geschaut? Ja, Chef, haben wir hier weit und breit keine Spur von ihm. Och Mist, das kann uns doch nicht sein, dass er uns entkommen ist. Mann, Sentex, wo bist du? Wir werden dich finden, der kann auch nicht weit weg sein. Hier vielleicht unten, oh, ich habe es hier so ein gutes Versteck, aber weit und breit keine Spur. Mist, wir haben wieder den Augen verloren. Alles deine Schuld, Jeffrey. Ja, ich bin nicht Jeffrey, ich bin Norbert. Oh Mann, ihr seht doch auch alle gleich aus, das kann doch nicht sein. Im Pool ist auch weit und breit keiner. Von seiner Familie weiß auch keiner, wo er ist. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir müssen weitersuchen. Hier, irgendwo muss er wohl sein, er kann sich doch nicht verstecken. Sie haben uns tatsächlich nicht gefunden. Juhu! Hey, was war das denn für ein Geräusch? Oh, wir müssen ein bisschen leise sein. Juhu! Oh Mann, okay, das ist sehr, sehr gut. Sie waren scheinbar in der Garage, haben mich aber nicht gefunden, Freunde. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Okidoki. Aber oh, ich muss sagen, ich hab ein bisschen Hunger. Ja, ich weiß, ich bin erst seit 10 Minuten hier drin, aber ich habe trotzdem Hunger. Ich muss was essen. Ich muss jetzt hier sofort raus. Mir bleibt nichts anderes übrig. Aber ich glaube, wir können auch wirklich nicht so lange hier drin bleiben. Wir schauen mal, Freunde. Vielleicht habe ich hier irgendwo in der Schublade, warte mal, da ist doch, glaube ich, da ist doch was drin, Freund, was wir vielleicht gebrauchen können. So, ich hole das mal raus. Hier, schau mal, was ich noch gefunden habe. Okay, ich glaube, hiermit werden wir vielleicht noch einigermaßen eine Chance haben. Jetzt ganz, ganz vorsichtig, wir dürfen keinen Krach machen. Wir verlassen wieder unser, Versteck. Mist, oh Mann, das ist doch, glaube ich, ein bisschen zu laut. So, wir schließen das Ganze wieder und perfekt, okay, dass keiner unser Geheimversteck wieder findet. Und wo sind die Polizisten? Mein Auto ist auf jeden Fall unbeschädigt. Oh, wir probieren uns irgendwie rauszuschleichen. Wir öffnen ganz, ganz vorsichtig das Garagentor, Freunde. Und schau mal hier um die Ecke. Ich habe einen Plan, wie wir die Polizisten stoppen können. Aber Freunde, schreibt davon mal jetzt gerne in die Kommentare. Wieso wollen die Polizisten mich festnehmen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin unschuldig. Aber vielleicht weißt du ja einen Grund, wieso die mich festnehmen wollen. Habe ich vielleicht irgendwas getan? Aber Freunde, wenn du mir jetzt aber helfen willst, den Polizisten zu entkommen, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben. Da freue ich brauche jetzt wirklich jede einzelne Unterstützung von euch. Also genau jetzt das... Video liken. Ich glaube, das war ein bisschen zu laut. Freunde, like jetzt genau das Video. Oh ja. Und mit deiner Hilfe werden wir es auf jeden Fall schaffen. Da kam noch Geräusch von der Garage. Jeffrey, geh mal nachschauen. Ich hab nur gepustet, Polizeichef, tut mir leid. Oh Mann, zum Glück hört uns keiner. Das sind ja peinliche Gespräche hier. Okay, Freunde, sie stehen um die Ecke. So, ganz, ganz vorsichtig. Wir schauen mal hier nach. Oh mein Gott, sie sind um die Ecke. Okay, wir werden gleich schießen. Und danach werden wir einfach abbauen. Und, Freunde, das ist sie. Herr Polizeichef. Hey, Sentex, da bist du ja. Hält noch oder wir schießen. Herr Polizeichef, ich bin wirklich unschuldig. Ich hab nichts getan. Los, lass die Waffe fallen. Sofort, wo warst du überhaupt? Ich war in meinem geheimen Versteck da oben. Hahaha. das hätte ich nicht sagen sollen. Los, lass sofort die Waffe fallen oder wir werden schießen. Wir sind mehr als du. Du hast keine Chance gegen uns. Niemals, Herr Polizeichef. Ich bin unschuldig. Lass mich in Ruhe. Los, schieß drauf. Nein. Und Attacke, Freunde. Nein, er läuft weg. Ganz, ganz schnell. Wir müssen hier sofort abbauen von den Polizisten. Freunde. Hier sind wir sowas von schneller. Los, Jeffrey, hinterher. Oh Mann, jetzt ist vorhin mein Auge geschossen. Ich hab da eine Flinte drinnen. Oh Gott, okay, ganz, ganz schnell. Ich glaube, die sind wir erstmal los. Aber wir haben auch nicht so viel Zeit jetzt bloß hier nicht reinfallen. Schnell, Freunde. Danke, dass ihr alle fleißig das Video geliked habt. Und weil du das Video geliked hast, dann entkommen wir den Polizisten. So. Wir müssen uns aber schnell irgendwo verstecken. Ich glaube, in unserem Geheimversteck wären wir nicht mehr lange sicher geblieben. So, ich glaube, hier ist auch ein gutes Versteck, oder? Okay. Wir gehen am besten so unter einen Baum oder sowas. Genau, hier, wir schlüpfen einfach mal hier so drunter. Perfekt, Freunde. Ich hoffe, hier werden uns die Polizisten auf keinen Fall finden. So, wir graben uns mal ein. Okay, Freunde. Ich glaube, das hier ist ein gutes Versteck. Und ich hoffe, die Polizisten, oh Mann, werden uns hier nicht so schnell wiederfinden. Los. Hinterher ist ausgebrochen. Er hat sich dort oben irgendwo versteckt. Schnell. Er ist abgehauen. Das kann ja wohl nicht sein. Oh, wir sind ihm ganz, ganz nah auf der Spur. Los, scharf. Sag mir sofort, wo er ist. Los. Ganz, ganz schnell hinterher. Mein Polizeichef, wo ist er hingelaufen? Hat ihn irgendwer gesehen? Jeffrey, sag irgendwas. Ich glaube, er ist in den Wald gelaufen.
gelaufen. Ja, natürlich ist er weit gelaufen. Hier ist ja auch nur weit und breit, weil so gelaufen. Einmal hier ganz, ganz schnell, perfekt, einmal durch. Aber er muss doch hier irgendwo sein. Er war in seiner Garage. Wir haben doch eigentlich, alles nachgeschaut. Hier unten ist hoffentlich keiner. Wo ist denn der denn? Das kann doch nicht sein, dass wir ihn wieder verloren haben. Wenn wir ihn einmal kriegen, dann wird er seine gerechte Strafe dafür bekommen. Ihr werdet schon alle sehen, was ihr davon habt. So, Santex, wo bist du? Wir wissen, dass du dich hier irgendwo versteckst. Es bringt nichts, dich hier zu verstecken. Wir werden dich finden. Er muss hier irgendwo sein. Er kann nicht weit weg sein. Oh nein, Freunde. Die Polizisten haben mich wieder geschnappt. Wir müssen hier sofort aus unserem Versteck raus. So ganz, ganz schnell. Und wir laufen jetzt einfach nach Hause. So, wir machen alles hier easy peasy zu. Wir springen mal ganz, ganz vorsichtig so ganz, ganz schnell auf den Baum. Wir müssen schauen, wo die Polizisten sind, Freunde. Oh nein, da sind sie ja schon. Hey, sofort stehen geblieben, haben wir dir gesagt. Bleib stehen, schießt auf drauf. Oh nein, ganz, ganz schnell, Freunde. Wir müssen hier sofort weg. Was war denn da los? Das war wirklich eine krasse Verfolgungsjagd heute. Wir sind den Polizisten aber erstmal das erste Mal entkommen. Ich weiß auch nicht, wieso sie mich die ganze Zeit verhaften wollen. Aber ich denke mal, das soll es gewesen sein. Wir sind weiterhin auf der Flucht vor der Polizei. Ich weiß nicht, wie wir ihnen entkommen sollen. Aber ich denke mal, das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein. So, jetzt ganz, ganz schnell hier wegrennen. Und zum Glück haben die Polizisten uns nicht geschnappt. Sehr, sehr gut. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi.